kurz, Freunde der Nacht, was geht ab hier? Stefan Lammel ist wieder für euch da mit einem neuen Stück, ein Erklärvideo für euch. Zunächst einmal, ja ganz klar, ich muss mich bei euch bedanken für die vielen positiven Nachrichten und Zuschriften. Ich bin ja wirklich von sowas von begeistert. Anscheinend kommt meine Art zum Erklären bei euch an. Das freut mich natürlich sehr. Ich bin halt so authentisch. Ich möchte das ja so machen, wie ich mir das jetzt gerade einfällt. Bitte weiterhin dranbleiben. Das Wort alt nicht vergessen. Alt, Abkürzung für abonnieren, liken, heißt Daumen hoch, ganz wichtig. Und natürlich auch teilen, mit anderen teilen. Das Daumen hoch vergessen manche, weil das Video wird dann durch dieses Daumen hoch, wird dann bei YouTube, kommt dann einen Ranking höher. Und natürlich klar, abonnieren. Ich bin Sportler, ich bin da ehrlich, ich möchte so viele Abonnenten wie nur möglich haben. Das motiviert mich unheimlich, für euch etwas zu zeigen, etwas für euch, was von Nutzen ist. Das ist für mich also auch ganz wichtig. Geld ist damit wenig verdient, wenn ich jetzt bedenke, ich habe insgesamt Klicks etwa knapp 160.000. Und da habe ich auf mein YouTube-Konto habe ich da 80 Euro innerhalb von eines Jahres, wenn ich bedenke, meine Stromkosten haben sich dadurch erhöht, durch die ganzen Lampen etc. Habe ich jetzt eine Nachzahlung von 96 Euro machen müssen. Also, da ist nicht recht viel dran, aber mir macht es unheimlich Spaß. Das heißt, bleibt dabei, schreibt es mir rein in die Kommentarbox, ist auch wichtig. Und es hat schon jetzt Früchte getragen, denn jetzt ist gerade für euch, habe ich einen Titel ausgesucht, den einer mir vorgeschlagen hat. Kennt ihr Eddie? Eddie ist nicht der Ed Sheeran, sondern Eddie ist der Eddie Taylor. Eddie Taylor, vielen noch nicht bekannt. Er war nämlich der Saxophonist etwa 3-4 Jahre lang von Peter Maffay. 1980. Schaut euch mal dieses Video an, hier. Also, das ist Eddie Taylor, ja, mit diesem legendären Solo. Ja, wo gehört das hin? Genau, das gehört zu Über sieben Brücken musst du gehen. Das ist unser heutiges Thema, die Melodie. Ist ja klar, wir wissen das, das kommt von Karat, von der Gruppe Karat, frühere DDR-Band. Es ist dann zu uns übergeschwappt und Peter Maffay hat das 1980 so rum, hat er das in sein Programm mit aufgenommen und ist mittlerweile legendär. Auch dieses Saxophon-Solo von diesem Eddie Taylor. Solo von Eddie Taylor mache ich mit euch im nächsten Video, erkläre ich euch genau für die Fortgeschrittenen, wie das zu spielen ist. Für die Anfänger mache ich das dann eine Oktave tiefer. Jetzt wollen wir aber bei der Melodie dabei bleiben. Bleibt hier, denn der Play Along kommt wieder zum Schluss. Ich habe einen ganz coolen Play Along Backing Track verfasst zu diesem Lied, auch für Altsaxophone. Also die Altsaxophone können hier auch mitspielen. Ich mache das, die Noten für Altsaxophone schreibe ich daneben hin. Und es gibt natürlich auch wieder along zu diesem Play-Along die Noten speziell für Tenor und auch speziell für Altsaxophon dazu. Der Link ist immer über PayPal ist in der Infobox unten drin oder auch natürlich auf meiner Homepage. Fangen wir gleich an. Also, es geht los.
Der Text heißt: Manchmal gehe ich meine Straßen ohne Blick. Manchmal gehe ich meine Straßen ohne Blick. Also im Original ist das Lied in G-Dur. Im Original ist das Lied in G-Dur. Maffay singt es in G-Dur. Altsaxophonisten spielen E-Dur. Also ich mache das jetzt gleichzeitig mit Alt und die Tenor. Hauptsächlich für Tenor und die Altsaxophonisten können da mitspielen. Ich bleibe bei der Originaltonart auch für die Altsaxophonisten. Das heißt, die Altsaxophonisten haben E-Dur zum Spielen mit 4 Kreuz. Ja, E, Fis, Gis, das kann ich kurz zeigen. Das ist das E, das ist das Fis, das ist das Gis, G und Gis. A, H, Cis. Das Dis ist die Seitenklappe und oben hier die 2 Dis und das E mit hier dazu. Oder eine Oktave tiefer. E, Fis, Gis, A, H, Cis und dann hier dieses Dis. Das ist das D und das ist das Dis und hier ist das E. Das sind also die Töne für Altsaxophon und die Tenoristen. Die spielen jetzt A-Dur. Das heißt, wir müssen jetzt mit A-Dur anfangen. A-Dur hat 3 Kreuz, nämlich wir haben A, H, dann ein Cis, D, E, dann ein Fis, dann ein Gis und ein A. A, H, Cis ist Leergriff, D mit Oktavklappe, E, Fis, da ist dieses Fis, Mittelfinger. Dann haben wir ein Gis, hier ist das G und hier haben wir die Seitenklappe Gis und dann das A. Okay, probieren wir es mal. Da hängt die Gis-Klappe. Wieder so mit singen, ja, das geht ins Ohr, bitte singen, ganz wichtig singen, Notennamen singen und ihr habt es sofort drauf. Wirklich bemüht euch zum Mitsingen der Notennamen. A, A, H, Cis, D, E, Fis, Gis, A. Macht noch einmal. Hier ist das Cis, Leergriff. Hier ist dieses Fis, das zweite Kreuz hier. Und das dritte Kreuz G, Gis. Ja, der kleine Finger, die Seitenklappe. Der Dreiklang A, Cis, E, A, E, Cis, A. Vorübung muss sein, Tonleiter. Wir kommen gleich, wir sind gleich dabei in dem Stück drin und wir tun uns viel leichter, wenn wir die Tonleiter und den Dreiklang vorher eingespielt haben. Also es geht los. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Cis, E, Fis, E, E, H, Cis, A, H, Cis, Cis. Cis, E, Fis, E, E, Cis, Cis, Ha, 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 Ha. Ha, Ha, Di, 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 Cis, A, Fis. A, A, Ha, 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 Cis, Ha, Ha. Ja, also, das Lied besteht aus 2 Teilen. Teil A, der zweimal kommt.
Teil B, das ist der Refrain. Also nochmal, Teil A kommt zweimal und da kommt der Refrain, das würde ich als Teil B sagen. Zweite Teil A. Cis, E, Fis, E, H, Cis, A, Cis. Cis, E, Fis, E, Cis, Cis, H, H. H, H, D, 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 Cis, A, Fis. D, 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 I, Cis, I, H, A, H, A. Extra ein bisschen langsamer, damit ihr das nachvollziehen könnt. So, jetzt kommt schon der Teil B, das ist der Refrain. A, A, H, H, Cis, Cis, His, Cis, Cis, H, H. H, H, Cis, I, Fis, I, Cis, A, H. Ha, ha, di, di, i, i, cis, ha, a, fis. Ha, cis, di, 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 i, cis, ha, a, ha, a. Ja, das ist der Refrain. Man nimmt nochmal den Text, dann kommt man, wenn man den Text im Kopf hat und auch singt, kommt man auch ganz gut zurecht. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. A, A, H, H, Cis, 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 H, H. H, H, Cis, I, Fis, I, Cis, A, H. H, 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 Cis, 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 H, A, Fis. H, Cis, D, 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 I, Cis, H, A, H, A. Ah. Na, und schon ist das Lied, haben wir das drin, in A-Dur. Die Altsaxophonisten spielen in E-Dur. Die haben, wie gesagt, das Dis mit drin, dieses D. Und hier haben sie das Dis. Und dann haben sie auch, wie die Tenorsaxophonisten, als Gis, als Fis. Gis, Fis und Cis. Naja, da, mit diesen Vorzeichen, man muss ich auch sagen, das ist nicht nur die Originaltonart von Peter Maffay, genau zu dem Video dazu, was ich euch gezeigt habe, sondern es ist natürlich auch, liegt es beim Saxophon schön in der Hand. So, jetzt habt ihr wieder euch den Play Along, den Backing Track verdient. Ich habe ganz schöne Noten, aber das heißt schön auf PDF geschrieben, genau zum
zu dem Peter Maffay Video, beziehungsweise auch genau zu dem Play Along. Das ist, stimmt ganz genau überein. Für Altsaxophon und Tenorsaxophon könnt ihr haben über PayPal. Wie immer ist der Link hier unten in der Kommentarbox. Muss man ganz weit nach unten scrollen. Ja, da, bisschen nach unten, da sieht man das. Manche haben mir geschrieben bzw. telefoniert. Man muss da unten drauf drücken auf mehr anzeigen und dann kommt man da unten drauf. Übrigens ein kleiner Tipp noch, wenn ihr was zu mitspielen habt über Video, dann könnt ihr, ja, das müsste, hier müsste das sein, ja, hier auf diesen Link da unten in der Beschreibung, nicht in der Beschreibung, sondern da sind im Video sind da ein paar so Merkmale. Wenn man da drauf drückt, dann kommt nicht nur die Qualität der Auflösung des Videos, sondern man kann auch, wenn man ein paar Mal so rumprobiert, da kann man ja auch dann die Schnelligkeit einstellen. Man kann das Video auch dann mal langsam laufen lassen und dann kann man auch besser mitspielen. Das ist in den Einstellungen des Videos, das müsste rechts unten sein. Rechts unten hier. Bei mir links unten von euch. Da rechts unten, da kann man das, ist im Video drin, kann man das einstellen. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Dann könnt ihr, wenn also ihr was zum Mitspielen habt und es zu schnell geht, könnt ihr das auch auf langsam stellen. Ja? Und ich werde auch noch ein Video machen, wie ich das mache, wenn ich ein Solo transkribiere, also wenn ich etwas Schnelles mir anhöre und dann noch einmal versuche aufzuschreiben und mitzuspielen. Da gibt es diese Software Transcribe und da kommt noch ein Video speziell dazu. Jetzt Play Along Backing Track mit einem sehr schönen, coolen Rhythmus zu Über sieben Brücken musst du gehen. Viel Spaß! Mich jetzt da mal verspielt. Es darf ja auch mal sein, ich darf mich ja auch verspielen. Das korrigiere ich jetzt nicht, aber ihr wisst genau, wie das geht. Das ist dieser Play Along. Habe ich etwa 5-6 Stunden gebraucht, bis dass ich das drin habe. Ich denke, er ist mir ganz gut gelungen. Für Altsaxophon und für Tenorsaxophon. Ja, das ist schon wieder gewesen. Freunde der Nacht, das war's. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bitte nicht vergessen, zu abonnieren, Daumen hoch und zu teilen. Und natürlich bin ich froh, wenn ihr immer in die Kommentarbox reinschreibt. Ist ganz wichtig, ich möchte mich auch verbessern. Schreibt's rein, schreibt's mir. Und so gesehen, ja, bis bald. Halt die Ohren steif, bis bald. Freunde in der Nacht, Jungs und Mädels, ciao.